Herzlich willkommen bei Voll Lecker, Kochschau voller Tee. Ich bin der Christoph Steindl. Heute machen wir ein Mousse au Chocolat. Die Fastenzeit ist vorbei, also kann man wieder gescheit reinhauen. Dazu brauchen wir mal feinste Schokolade. Je höher der Kakaogehalt, desto besser. Das erste, was wir machen, ist die Schokolade temperieren. Die tun wir uns in warmes bis leicht köchelndes Wasser. Nicht zu heiß. Während die Schokolade temperiert, können wir uns schon mal die Sahne schlagen. Ein wichtiger Bestandteil ist vom Ganzen. Die Sahne schlagen wir uns nicht zu fest. Konsistenz circa auch so. Halb geschlagen nennt sich das, dass man es schön unterheben kann, ohne dass die Sache abhaut. Okay, der nächste Schritt. Wir brauchen Eier, aber nur die Dotter. 5 Stück an der Zahl. Ganz wichtig an der Sache ist, die Dotter niemals roh verwenden. Also immer auf knapp unter 70 Grad erhitzen, um die Salmonellen abzutöten. So, dann nehmen wir Staubzucker in unsere Dottermasse. Etwas hochprozentiges. Ich persönlich mag den Geschmack von El Capitan ganz gerne. Also nicht zu viel. Soll ja schmecken und nicht rauschig machen. So, da. Wie gesagt, wir müssen das Ganze jetzt da auf Temperatur bringen, Bakterien abtöten. Dazu kann man über den Wasserdampf in erster Linie schlagt man das auf, um die Bakterien abzutöten. Der zweite Effekt ist halt ein schönes Volumen in unserem Schokomousse. Also wie gesagt, habe jetzt die Salmonellen abgetötet. Die Temperatur ist richtig, wenn es lippenwarm ist. Es ist jetzt völlig ungefährlich, diese Eier zu essen. So, die Schokolade haben wir auf Temperatur. Jetzt tun wir uns weg. So, da. Okay, dann sind wir auch schon in der vollendenden Phase vom Ganzen. Wir mischen uns jetzt unsere Schokolade zu den Dottern. So, das machen wir wieder relativ langsam. Zuerst die Schocke in die Dottermasse. Danach kommt unsere Sahne. So, nicht die ganze auf einmal, sondern schrittweise unterheben. Im Großen und Ganzen war das die ganze Hexerei. Im Geschmack vom Alkohol, den man hinzufügt, gehen die Meinungen auseinander. Manche nehmen einfach Rum. Ich nehme Captain Morgan. Ich kann auch einen Whisky nehmen, zum Beispiel. Soda. Wartezeit, bis das Ganze fertig ist, kommt auf die Kälte vom Kühlschrank an. Stunde bis eineinhalb, danach ist es genussfertig. Dann werden wir Nockerl ausstechen, sobald es fertig ist. Okay, die Wartezeit, bis das Schokomousse fertig ist, kann man sich schön verkürzen, indem man sich ein Söschen macht. Ich mache heute dazu ein Himbeer-Rotwein-Ragout. Dazu machen wir unser Karamell. Schmilzt schön vor sich hin. Das Karamell nicht zu dunkel machen, sonst geht die Süße verloren, die wir anstreben. So, unser Karamell löschen wir uns ab mit Rotwein. Ein gescheites Schlückle. Etwas Fruchtsaft. Das ist jedem selbst überlassen, ich nehme heute etwas Apfelsaft. So, warten bis das Karamell geschmolzen ist. Da verkocht auch schön der Alkohol raus. Also auch kindertauglich das Ganze. Wenn das Karamell geschmolzen ist, geben wir uns circa die Hälfte von den Himbeeren dazu. Kochen das schön durch, bis sie zermanschen. So, wenn die Himbeeren leicht verkocht sind, werden wir uns das Ganze abziehen. Man kann das mit Vanillepuddingpulver machen oder mit Maizena. Ich nehme da heute fermentierte Maisstärke, auch Xanthana genannt. Das geht gleich ohne quellen zu lassen, direkt ins Produkt. So, in unsere leicht abgekühlte Soße geben wir uns jetzt noch die ganzen gefrorenen Himbeeren.
Der Effekt ist dann, dass wir noch ganze Himbeeren drinnen haben, die dann am Teller wunderschön ausschauen. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt werden wir uns den ganzen Spaß anrichten. So, ich persönlich ziehe immer zuerst die Himbeersoße. So am Rand entlang. Ein bisschen Stil muss auch dabei sein, weil das Auge isst ja mit. Ein klassisches Nockerl machen wir uns jetzt da. Heißer Löffel ist ganz wichtig. Einmal hinein, rundherum und aufs Teller gelegt. Ein schönes Schokomousse erkennt man an den Bläschen. Das haben wir ja da hervorragend hergebracht. Wie viele Nockerl? Darf sich jeder selber aussuchen. Gehen wir da mal drei rauf heute. So einfach macht man Mousse au Chocolat mit einem feinen Himbeer-Rotwein-Ragout. Viel Spaß beim Nachkochen und cremig bleiben.